Hallo liebe Freunde bei Eifel 3 TV. Wir haben traditionell am Anfang des Jahres immer einen kleinen Besuch in Remersdal bei Gartendekor. Ja, Remersdal, das ist das Herz von Belgien. Genau. Herzlich willkommen. Also ich darf vorstellen, Christoph Heinig, einer der beiden, die diese ganze Ausstellung, die große Gartenausstellung hier in Remersdal machen seit Jahren. Ja. Und den Christoph kennt man natürlich auch aus der Eifel, natürlich. Und die Blumen sind schon da, die Stiefmütterchen blühen, alles ist so ist startklar. Der Garten ist startklar und okay. Ja, jetzt kann's losgehen. Gut, Christoph, dann gehen wir doch einfach mal zu einem ersten Objekt der Begierde, würde ich mal sagen. Wir setzen uns auf diese schöne Bank und dann erzählst du uns mal ein bisschen über das, was dieses Jahr hier bei Gartendekor geplant ist. Sehr gerne. Okay. So, nachdem wir diesen weiten Weg gegangen sind, erstmal ein bisschen Sonne. Wir haben wirklich mal gesagt, wir brauchen was. Und dann sind wir durch Zufall auf diese Sachen aus Indonesien gestoßen. Mhm. Zertifiziertes Holz in Indonesien gefertigt. Mhm. Und da haben wir gesagt, Holz, Handarbeit, vollkommene Einzelstücke. Da haben wir gesagt, das ist das, was wirklich noch im Garten fehlt. Kann man so sagen, wenn man hier auf dieser herrlichen Bank sitzt. Auf dieser herrlich bequemen Bank. Sehr bequem, ja. Teakholz. Ja. Teakholz ist immer so ein bisschen, wo man sagt, ja, das wird jetzt importiert und so, wird dann extra geschlagen und so. Das ist ja bei euch gar nicht der Fall, sondern es ist Schwemmholz. Richtig, richtig. Wir haben wirklich permanent, achten wir darauf, dass wir wirklich ökologisch hier arbeiten. Dieses Holz wird tatsächlich an den Flüssen angeschwemmt oder ist teilweise altes Wurzelholz. Mhm. Es ist wirklich, es hat nichts mit wir hauen da die Wälder ab zu tun, sondern definitiv ist es zertifiziertes Holz aus Indonesien. Und das wird dann vor Ort, wir werden dann nachher mit Uli noch drüber sprechen, von Künstlern bearbeitet. Richtig. Damit man also so tolle Gebilde wie halt diese Bank, auf der wir gerade sitzen, bekommen. Es gibt hier unglaublich viel Holz. Holz vor der Hütte. Bei mir weniger, aber es steht hier. Und da, wo wir hier stehen, das ist der absolute Hammer. Das ist der Hammer. Da hatte ich mich echt drin verliebt, weil ich Vogelligpaper bin. Ja. Zwei Pfauen aus einem ganzen Stamm und mit passender Wurzel aus Teckholz. Ja. Die zwei Vögel, die habe ich lackiert mit Bootslack, damit sie sich von der Restwurzel ein bisschen abhöben. Die Wurzeln werden ein bisschen gräulich werden mit der Zeit. Aha. Was schöner sein wird, umso mehr Holzfarben werden die Vögel hervortreten. Ja. So eine Wurzel ist, also wenn man das jetzt hier so sieht, extrem schwer. Ich schätze mal, so 350 Kilo wird dieses Teil, haben wir mit einem Kran hier niedersetzen müssen. Und wenn jemand den kaufen will, dann wird der geliefert. Der wird dann geliefert. Das wird geliefert. Also das ist jetzt tatsächlich Schwemmholz, was in dieser riesen Konstellation angeschwemmt wurde und dann halt nochmal von Künstlern bearbeitet wurde, um halt die beiden Vögel da auszuarbeiten. Es sind Pfauen hier. Pfauen. Pfauen, Pfauenkopf und hier bis hier unten sind die Pfauenfedern. Ja. Außergewöhnlich. Ja. Könnte man sich auch gut vorstellen, noch ein bisschen illuminiert, ne? Mit verstecktem Leuchten. Auf jeden Fall. Ja, ne? Sind so Hohlräume dann. Ja. Und von solchen Objekten habt ihr hier in diesem Jahr eine ganze Menge. Wir haben uns hinreißen lassen und eigentlich mehr gekauft, als wir vorhatten. Aber wir sind so überzeugt davon. Ja. Außerdem, sowas wird ja nicht schlecht. Nee. Da haben wir gleich noch so ein schweres Teil im Grunde genommen. Einen echten Thron. Ne? Nach dem Game of Thrones sitzt man hier auf Game of Roots. Ja. Gehört in jedem Wintergarten, gehört in jedem Garten. Und man hat es einfach gut. Ja.
könnte da noch... ein kleiner Drink daneben, ja, und die Welt ist in Ordnung. Genau. Die Künstler in Indonesien, die haben sich wahrscheinlich alle ihre Gedanken gemacht. Was kann man daraus machen aus dem, ja, Teil? Ne? Da war ja umgekehrt, weil ja, hier das war ja der Stamm, genau, da kam da hoch. Und er ist, eigentlich zu so schwer, ich kann dann nicht von hinten, ich ja, man kann dann mal rumrutschen. Dann schieben wir mal die rum. Schönheit liegt auch bei dem Teil. Das ist ja ein Hammer. Ist einfach nur Natur. Ja. Da ist nichts dran gemacht, die sind sauber, ja, gespritzt worden. Und ja, einfach der Hammer. Warum ist Teakholz so hart? Teakholz hat in sich so viel Harz, dass weder Tiere noch Feuchtigkeit etwas anhaben können. Mhm. Das, was wir mit Produkten, um Holzschutzmittel auf, ja, unseren Hölzern zu bringen, ist im Teakholz Natur, ja, begeben. Darum ist das Beste. Geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt. Bleibt so, wie es ist. Und es war mal ein Stück, was in einem Fluss gelegen hat. Ja. Einfach hat also im Grunde genommen auch eine Geschichte, ne? weil der Stamm ist ja so dick. Das heißt, wie alt würde man schätzen, ist der so ein Baum? So ein Baum ist nur 150, 200 Jahre alt, ja, weil tick weg, langsam. Ja. Weil die Böden in Indonesien sind sehr, sind nicht fruchtbar. Ja. Sind arme Böden. Also, ja, braucht so ein Baum, um die Maße zu bekommen, ja, schon sehr lange. Wie eine Eifel. Wir gehen mal gerade rüber. Da steht nämlich noch so ein Exemplar. Ein Tisch, auch verdammt schwer wahrscheinlich. Der ist auch mit einem Lastkran hier hingesetzt worden. Es ist einfach ein Traumteil. Und das ist eine Wurzel? Das ist eine Wurzel. Und hier ist nur eine 7 cm Baumscheibe draufgelegt worden. Ja, okay. Das war eine Wurzel. Hier, ja, von hinten, genau, man sieht es auch von vorne. Der Baum ging nach hinten und, ja, dann hoch. Ja. Und alles durch die Natur sind Einzelstücke. Dafür braucht man natürlich auch ein bisschen Platz. Ne? Wenn man sich halt irgendwo hinstellen will, muss, ja, man schon überlegen, wo es passt. Ne? Aber dafür habt ihr ja sehr unterschiedliche. Ihr habt ja auch kleine Teile von Schwemmholz, ja, die ja leichter irgendwo unterzubringen sind, wenn man nicht so viel Platz hat. Genau wie hier Wandtische. Ja. Die sind leichter unterzubringen. Ja. Die habe ich mit Bootslack lackiert obendrauf, um, ja, die Zweifarbigkeit wieder hervorzuheben. Ja. Super. Und jetzt kommt noch zum Abschluss ein Kollege hier vorne. Jetzt kommt unser Yeti. Das ist aber jetzt kein Wurzelstück aus einem, sondern das ist Kunst. Aus vielen Wurzelstücken zusammen geschraubt und genagelt. Und das Gesicht ist natürlich geschnitzt. Ja. Und der Kerl hat richtig Ausdruck. Ja. Ist auch so irgendwie diese ganzen, also das Fell. Da ist Bewegung drin, der ist zottelig. Der, ja. Und der die Künstler in Indonesien haben alle möglichen Tiere gemacht. Ne? Ja, ihr habt hier also ein Pferd, das ist schon... verkauft, das ist schon. Das Pferd stand gerade mal 2 Tage da, ja, war es schon verkauft. Aber es gibt auch Hirsche, es gibt auch einen schönen Stier, es gibt Hunde, Eulen, alles, was, ja, zur Natur gehört. Ja. Also, da kann man natürlich jetzt schon einiges finden. Ja. Ne? Und es ist sag ich mal, in verschiedenen Preiskategorien da, in verschiedenen Größen da. Also, ja, man hat tatsächlich eine große Auswahl. Die noch viel größer sein wird? Ja. Weil diese Woche kommen noch 2, 3 Container an. Okay. Also, viel zu sehen hier bei Garnicor in Remersdal. Und ja, wir werden mal sehen, was wir noch hier im Angebot haben. Uli, wir stehen im Garten. Ein bisschen bedeckt ist es noch, aber es ist trocken. Ja. Ja. Wir haben ja schon einige Artikel hier gesehen, die im Garten sind, die wir auch aus den vergangenen Jahren kennen. Und das Tolle sind halt die ganzen Sachen, die aus Zimbabwe zum Beispiel kommen, ja, die aus Metall sind. Ja. Riesenteile, wie zum Beispiel die Eule hier. Ne? So Schrottteile, da legen wir, ja, auch Wert drauf. Dass auf die Nachhaltigkeit und dass es recycelte Gartenkunst ist, Handwerkskunst, ja,
Und das ist eigentlich aus Wegwerfmaterialien solche schönen Sachen entstehen. Ja. Und wir stehen auch unter meinem Lieblingsbaum. Aha. Der steht jetzt 40 Jahre. Das war der erste, den ich gepflanzt habe, okay, vor 40 Jahren. Super. Und das ist eine schöne Libanon-Zeder. Das heißt, irgendwie hat alles miteinander zu tun, ne? Ja, auf jeden Fall. Also auch die Positionierung, sag ich mal, der Eule, die muss eigentlich hier stehen. Die, ne, muss unter einem Baum stehen. Ja. Oder meinem Baum. Deinem Baum. Ja. Ja, wir sind zwar früh im Frühling, also sehr früh im Frühling, aber wir können sehen, dass es also fängt hier schon an, ne, ein paar Narzissen blühen hier. Die Zwergnarzissen, Helleborusse kommen schon, mhm, raus. Hier haben wir eine kleine botanische Seltenheit. Das ist, ja, ein Zwergzaubernuss. Nächste Woche steht der voll in Blüte. Die Knospen gehen jetzt auf. Ja. Das werden so ganz kleine, schöne, gut riechende gelbe Glöckchen, wo die Hummeln dran kommen. Wo sind die normalerweise verbreitet? In Amerika. In Amerika, okay. Das ist die große Zaubernuss. Die ist schon ausgeblüht. Ja. Die blüht im Dezember. Und jetzt ist der richtige Moment. Man riecht sich schon. Man riecht es schon hier, ne? Und den japanischen Papierbaum oder Strauch, ja, der zu dieser Zeit schon blüht und einen wunderbaren, betörenden Duft, ja, verstreut, den man leichter auf Film nicht sehen kann oder riechen kann. Nee, aber er riecht ordentlich, das muss man einfach sagen. Im Umkreis von 10, 20 Metern riecht man ihn. Ja, das ist schon enorm. Er verliert nach der Blüte, fallen die ab und hier kommen, ja, schon die Blätter. Das sind ganz große, ja, Papiergröße, schöne grüne Blätter. Ja. Dann ist er unspektakulär, ja, aber jetzt ist er einfach ein Traum. Ja. Und wie gesagt, der Geruch ist enorm. Ja. Und man sieht auch schon Insekten da. Auf jeden Fall. Das ist also die auch ersten schon Hummeln. Die ersten Hummeln. Die Erdhummeln, die kommen schon. Ja, ja, und so geht es bei euch in diesem Jahr dann weiter, ne? Schlag überall auf Schlag weiter. Man kommt dann eins nach dem anderen. Das wird ein grünes Feld. Hier sind, ja, über 400 Narzissen, habe ich vorher Jahr gepflanzt. Mhm. Und alles in Gelbtönen, ja, und auch Tulpen. Ja, das ist, da wird einiges passieren in den nächsten Wochen. Ja. Ja, Christoph, wir sind jetzt im Garten. Ja. Der Garten ist ja noch so ein bisschen jungfräulich, ja, weil wir haben Ende Februar. Ende, ja, wir haben tatsächlich Ende Februar, aber wir waren noch nie so weit wie dieses Jahr. Die Natur, mhm, ist wahnsinnig früh und auch Gartendekor ist wahnsinnig, ja, früh. Ich habe mir 3 Wochen Urlaub genommen im Anfang Februar und, aha, wir haben 3 Wochen schon gebrackt ohne Ende. Ja. Und ja, quasi ist der Garten vom der Arbeit her getan. Wobei, genau, im Garten ist immer Arbeit und es hört, ja, nie auf. Das heißt, man kann hier auch schon sehen, hier blüht schon vieles. Ne? Es fängt tatsächlich richtig an. Es macht uns, ja, richtig Spaß. Die Bäume fangen langsam an auszuschlagen. Mhm. Die Krokusse, ja, fangen an zu blühen. Es macht richtig Spaß. Ja, ja, genau, es fängt an. Ihr werdet das ganze Jahr über bis Oktober ungefähr, ne? Richtig. Den Garten. Wann sind die Öffnungszeiten? Ab jetzt starten wir quasi. Wir haben jeden Samstag und Sonntag, mhm, auf von 10 bis 18 Uhr. Jeden Feiertag, mhm, in Deutschland, Belgien und Holland ist auch geöffnet. Okay. Das heißt, wir werden auch des Öfteren nochmal hier vorbeikommen. Ihr seid herzlich willkommen. Was ist als nächstes gedacht, was hier angeliefert wird? Ja, tatsächlich kommen in den nächsten Tagen nochmal 3 Container an. Das gibt nochmal Hocharbeit ohne Ende. Es kommt 1 Container mit Bronze an. Freuen wir uns schon drauf. Das sind die Früchte der Arbeit, die wir dann halt vor einem halben Jahr in Thailand bestellt haben. Mhm. Ein Karton bzw. 1 Container kommt noch aus Simbabwe. Mhm. Da haben wir einen Großhändler, der liefert uns, ja, das jetzt alles. Viele wunderschöne Fairtrade-Objekte. Ja. Wo wir selber begeistert von sind. Aha. Und tatsächlich kommt noch 1 Container mit Gusseisen. Mhm. Also mit Windmühlen? Ja, mit Windmühlen kommen. Es kommen definitiv. Ich hatte meinen Traktor hier bestellt, also solche Sachen. Ja, oder richtig. Fahrräder. Es kommen tatsächlich kleine Figuren aus, ja, Gusseisen. Es kommen große Figuren aus Gusseisen. Es, ja, kommen Gusseisenschalen. Also auch da kommt wahnsinnig viel. Ja. Leider für Leute mit Rückenproblemen ein bisschen problematisch, aber auch ein Teil, was uns ein Lebtag überdauern wird. Okay, vielen Dank, Christoph. Sehr gerne.
dass wir hier sein durften, mal wieder. Mhm. Ne? Und wir werden natürlich im Frühjahr, Sommer wieder herkommen, um einfach mal die neuen Sachen dann nochmal zu begutachten. Es ist ja, Remersdal ist von der Nordeifel halbe Stunde mehr. Halbe Stunde. Ne? Mehr ist das ja nicht. Und halbe Stunde bis Aachen, halbe Stunde bis Maastricht, eine Stunde ja. bis Monschau. Also wir ja. liegen schon zentral. Mitten im Nichts, aber trotzdem zentral. Ja, und es gibt so viele Eifler, die hier sowieso ständig da sind. Also von daher ist das schon eine zweite Heimat geworden, Remersdal. Richtig. Liebe Grüße von Remersdal in die Eifel und ja, wir halten euch auf dem Laufenden. Aus dem Königreich Belgien. Yes. Ja. Tschüss.